Heute reden wir über Reifen. Eine der meisten Fragen, die mich natürlich erreichen, ist, wie lange kann ich meine Reifen fahren? Und da ich ja ab heute quasi offiziell Berufs-YouTuber bin, beruflicher Motorrad-Informationsüberträger. Und das Thema Reifen vermutlich oder offensichtlich ein Thema ist, schmeiße ich mich da jetzt rein und wir schauen uns das genau an. Grundsätzlich gilt vorab, es gibt überhaupt keine Pauschale, wie lange du einen Reifen fahren kannst. Es gibt es nicht, weil es kommt ganz drauf an, wo du deinen Reifen oder wie du deinen Reifen benutzt. Oder auch, besser gesagt, für was benutzt. Das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich die ganzen Reifentests einfach überhaupt nicht verstehe von all diesen schon vorhandenen YouTubern, von irgendwelchen Reportern. Ich verstehe diese Reifentests nicht. Denn wenn es nach denen ginge, dann haben wir nur gigantisch geile Reifen, die perversen Grip haben. Aber jeder Reifen hat seine eigene Eigenschaft und das ist unter anderem auch die Langlebigkeit. Denn eins steht eindeutig fest, jeder Reifen bringt in den ersten 5 Runden, 6 Runden oder ab der zweiten Runde, sage ich mal, von der zweiten bis zur sechsten Runde seine beste Performance. Und dann wird auch jeder Reifen abbauen. Nur ist die Frage, merkst du es? Bist du in dem Bereich, wo du diesen Reifen überhaupt abbauen merkst? Aber du musst dir absolut im Klaren sein, dass der Reifen in der 30. Runde nicht mehr diese Reserve bietet als in der 4. Runde. Was wiederum bestätigt, es ist abhängig davon, was du diesem Reifen abverlangst. Ohne jetzt überheblich zu klingen, um meine Rundenzeiten abzuliefern, brauche ich ein neues Hinterrad und dieses Hinterrad funktioniert nach der 10. Runde nicht mehr so, wie ich das möchte. Das heißt nicht, dass ich mit dem Hinterrad nicht mehr fahren kann. Aber ich werde mit dem Hinterrad nicht mehr meine eigene Bestzeit fahren können, weil diese Reserve einfach nicht mehr da ist. Bei dem Vorderrad ist es viel heimtückischer. Beim Vorderrad hast du nämlich das Problem, dass wenn du nach den Indikatoren gehst, also sprich den Löchern, und den Reifen so lange, also das Vorderrad so lange fährst, bis die Löcher weg sind, dann kann ich dir versprechen, dass das Ganze nicht funktionieren wird. Beim Vorderrad hast du eins der größten Faktoren, was für den Reifenverschleiß dazukommt, ist dieses warm werden, kalt werden, warm werden, kalt werden, warm werden, kalt werden, warm werden, kalt werden, warm werden und so weiter. Und desto länger ein Vorderrad gefahren wird, umso öfter hat es Heiz- und Abkühlphasen hinter sich. Und das heißt, der Gummi des Reifens, dem entschwinden diese Weichmacher. Die Weichmacher, die den Gummi quasi elastisch und flexibel machen. Das, was quasi zusätzlich für deinen Grip, für das Aufrechterhalten des Bodenkontakts zuständig ist. Und das entweicht. Und du hast natürlich keine Skala am Reifen, der dir sagt, pass auf, ich bin jetzt 20 Mal warm gemacht worden, jetzt hast du noch 10% Akku. Das hast du nicht. Also musst du auf Nummer sicher gehen. Und desto weniger Erfahrung du hast, umso weniger du Rennstreckenkilometer hinter dir hast, umso langsamer du bist, umso wichtiger ist es quasi, den Reifen so oft wie möglich zu tauschen. Und da gibt es keine Formel. Das ist viel Gefühlssache. Aber ich rate dir, und da wirst du auf jeden Fall gut fahren damit, tausch das Vorderrad alle 2 Hinterräder.
so nebenbei. Diese Teile hier sind richtig geil. Die klemmst du quasi hier zwischen den Sattel und dann hängt dein Sattel nicht an der Bremsleitung. Die habe ich vom Indio bekommen. Indio, danke, ich verlinke es in der Beschreibung. So, dieses Vorderrad hat es jetzt wirklich nötig. Erstens siehst du, ich bin hier wirklich, ne, siehst du vielleicht nicht, ich zoome mal hier eben. Ich bin hier wirklich verschiedene Geschwindigkeitslevel gefahren mit meinen Schülern. Nebenbei, wer mich nicht kennt, das ist mein Instruktionsmotorrad. Meine Luftpumpen-Honda, gibt es ein Video dazu. Ich bin verschiedene Geschwindigkeitsniveaus damit gefahren und das sieht man auch eindeutig, dass ich einmal schnellere hatte und halt bis den Rand rausgefahren bin und dann halt wieder langsamere Fahrer und dann sammelst du hier natürlich den Dreck auf. Also das ist im Endeffekt alles Gummi, was von der Strecke kommt, was sich über den Reifen verschiebt und wo du halt keine Belastung hast, da hast du diesen Dreck hier. Und der Reifen, der ist halt jetzt schon mega oft aufgeheizt. Ja? Also ich habe es gar nicht mehr mitgezählt, aber zu oft. Und klar, ich kann mir das jetzt in einer gewissen Weise erlauben. Das kommt natürlich darauf an, wie schnell ich fahre. Wenn ich jetzt einen Schüler habe, wo er ein bisschen langsamer ist, dann kann ich den Reifen schon schneller, länger fahren. Aber ich muss es natürlich schon im Hinterkopf beachten. Und vor allem, wenn ich dann wieder mal schneller fahren muss, dann kann ich das mit dem Reifen einfach nicht mehr reinen Gewissens machen. Und der hat jetzt auch einfach durch den ganzen Dreck hier oben schon dementsprechend nicht mehr so gut eingelenkt. Und der muss jetzt weg. Der muss jetzt weg. Mit dem Hinterreifen sieht es anders aus. Also den Hinterreifen, den habe ich mehr als runtergefahren. Das war eigentlich schon grenzwertig und das würde ich dir nicht empfehlen. Das habe ich jetzt auch mal testen müssen und ich möchte jetzt behaupten, ich traue mir das zu, den Reifen wirklich hinten auf komplett runterzufahren und schauen, was damit passiert. Erstens ist es natürlich extrem rutschig irgendwann. Ja, das slidet über alle Ecken. Und du siehst auch hier sind wirklich keine Indikatoren mehr da. Also die sind wirklich weg. Das ist wirklich fast bis aufs Gewebe, denke ich, runtergefahren und den schmeiße ich jetzt natürlich auch runter. Was interessant war zu sehen, ist, wie der Reifen reagiert. Natürlich, er fängt irgendwann an abzubauen, extremer abzubauen und dann wieder richtig kaputt. Und dann merkst du, dass ab 160 km/h fängt der Reifen auch richtig zu schlagen an. Das würde ich dir, falls du das jemals hast, schmeiß den Reifen sofort runter. Egal was passiert, wenn das irgendwie zum Hüpfen anfängt, dann kann die Karkasse kaputt sein, dann kann das eventuell ein Umwuch direkt im Reifen drin oder so, dann schmeißt den definitiv runter. Also so ein Bridgestone-Reifen, das ist jetzt ein Medium, ja, das ist hinten ein Medium und vorn habe ich das VM-Softrad drin gehabt. Da gibt es auch mal ein Review dazu, werde ich mal dementsprechend machen. Mal schauen, ob vielleicht Bridgestone da Interesse hat, was zu machen, ansonsten spare ich mir das vielleicht auch. und also der Bridgestone Medium, da kannst du schon richtig viele Runden hinten drauf fahren. Also ich denke, ich habe jetzt auf den Reifen um die 200 bis 220 Runden raufgefahren und das hat funktioniert. Natürlich, weil ich mir das zutraue, den Reifen zu kontrollieren. Und da sind wir wieder dabei, wo ich schon gesagt habe, desto mehr Erfahrung du hast, umso mehr kannst du den Reifen ausheizen, weil du weißt, was kann ich damit noch machen, was verträgt er noch, wie kündigt er sich an, kann ich einen Reifen im Grenzbereich bewegen, kann ich das, kann ich die Frage mir ernsthaft und ehrlich beantworten, kann ich einen Reifen im Grenzbereich bewegen, was ist der Grenzbereich? Und da habe ich auch zum Thema, wenn du mich noch nicht kennst, zum Thema Limit vom Vorderrad hier ein Video dazu gemacht. Ist auch sehr interessant, dass man mal sieht, wo ist das Limit überhaupt, wie funktioniert so ein Reifen. Ja, ich tue jetzt noch weiter Reifen wechseln. Wenn das Video für dich interessant war, gib einen Daumen hoch. Falls du den Kanal noch nicht kennst, würde ich mich auf ein Abo freuen. Hier gibt es in Zukunft noch mehr, weil wie du vielleicht am Anfang festgestellt hast, ich steige hier jetzt richtig ein. Ich habe sehr, sehr viele Videos schon gemacht, die sind unten in der Beschreibung oder unten im Kanal. Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Und ciao.